Ich hatte es ja schon in vergangenen Videos mal erwähnt, hier und da mal finden sich online immer wieder Kommentare in Online-Shops von Waffenhändlern, wo steht, im BDMP zugelassen. Was bedeutet das, im BDMP zugelassen? Diese Information ist in diesem Kontext absolut irrelevant. Warum? Ganz einfach. Für welche Disziplin soll diese Waffe denn zugelassen sein? Das ist doch die Mutter aller Fragen. Es gibt im BDMP ein primäres Kriterium, bei dem eine bestimmte Waffenart oder ein bestimmtes Waffenmodell zugelassen ist. Und das ist tatsächlich im Bereich Dienstpistole. Im Bereich Dienstpistole gibt es vom BDMP aus Paderborn eine Dienstpistolenliste. Und anhand dieser Liste hat man eine Orientierung, welche Pistolen, Revolver für welche Dienstpistolendisziplin DP1, 2, 3 zugelassen ist. Wenn jetzt also in einem Online-Shop bei einer Sig Sauer P220X6 drinne steht, im BDMP zugelassen. Nee! Weil natürlich ist diese Waffe im BDMP zugelassen. Ich kann sie für PPA, ich kann sie für NPA, ich kann sie für PPC 1500, was auch immer. Aber ich kann sie, aber das ist auch dazu jede andere Pistole. Denn laut Sportordnung PP1, NPA, jede halbautomatische Pistole im Kaliber von bis. Damit ist diese Aussage im BDMP zugelassen irrelevant. Weil de facto jede halbautomatische Pistole von bis. Nehmen wir nun die DP-Liste. Diese wird kontinuierlich ein-, zweimal im Jahr vom VP Sport, ist es glaube ich, aktualisiert. Anhand dieser Liste kann ich sehen, welche Pistolen sind denn tatsächlich im BDMP für die Disziplin DP1, DP2 und DP3 zugelassen. Wir lassen mal DP3 außen vor, weil das ist so ein bisschen ein Randthema wegen dem Thema Anschlagschaft. Nehmen wir aber mal DP1 und DP2. Hier ist es maßgeblicher, es müssen tatsächliche Waffen sein, die dienstlich bei einer Behörde, Zoll, Polizei, Militär großflächig eingeführt wurde. Einfach nur hier irgendein Kaliber 500 Revolver, der mal irgendwo beim einem einzigen Sheriff in Bumfuck Alabama eingeführt wurde. Sorry Leute, das zählt nicht. Wie vorhin schon erwähnt, ist es halt auch so, diese Liste ist eine Orientierung. Letzten Endes obliegt es euch als Schütze, der diese Waffe verwenden will, den Nachweis zu erbringen, ob diese Waffe tatsächlich irgendwo dienstlich eingeführt wurde. Im Zweifel, so praktiziere ich das im Regelfall, frage ich beim jeweiligen Landesreferenten nach, ob diese Waffe zugelassen ist oder nicht. Wenn er sich unsicher ist, wird er beim Bundesreferenten nachfragen. Aber, wie auch schon erwähnt, die Dienstpistolenliste wird kontinuierlich erweitert. Wie sieht es aber nun bei dem Thema Beantragung auf Dienstpistole aus? Nun, ich sage immer, wer mit ein bisschen Gehirn dieses Thema angeht, kommt eigentlich relativ gut mit klar. Klar ist, Dienstpistole 1, alle unveränderten Dienstpistolen. Dienstpistole 2, es dürfen verstellbare Visierungen, Triggerstop, überarbeiteter Abzug und so weiter, Mindestabzuggewicht 1360 Gramm, bla bla bla. Lest die Sportordnung, dann seht ihr, was da drin steht. Klar ist auch, so gut wie jede Pistole, die für DP1 zugelassen ist, ist zeitgleich auch für DP2 zugelassen. Das Wording in der Sportordnung lautet, die Waffe bei DP2, die Waffe darf eine verstellbare Visierung haben. Muss nicht, darf. Das heißt, ich kann sehr wohl mit einer Glock 17, mit starrer Visierung, meine Glock 17 Gen 4 FS, DP1 schießen, wie auch DP2. Habe ich aber eine Pistole, die ich auf DP2 erworben habe und habe diese auch für DP2 entsprechend anpassen lassen, dass sie eben eine verstellbare Visierung hat, sie hat einen leicht überarbeiteten Abzug und so weiter, dann ist sie für DP1 nicht mehr zugelassen. Bezüglich der Visierung, einzige Ausnahme, so die DP-Liste, ist die Glock 17 mit der Original-Glock-verstellbaren Visierung. LPA und Co., nein, Original-Glock, die glaube ich nur in der Höhe minimal einstellbar ist. Als verstellbare Visierung zählen auch nicht wie Kimmen, die ich mit dem Hammer und Durchschlag links oder rechts verschiebe. Das ist keine verstellbare Visierung. Das kann ich bei nahezu jeder Kanone machen, wo die Kimme nicht verschweißt ist oder eingefräst ist. Ihr müsst also bei dem Thema Beantragung auch ein bisschen Gehirnschmalzer verwenden und vielleicht hier und da mal taktisch vorgehen. Das heißt, vielleicht in der Reihenfolge, nur mal so als Gedankengang, zuerst DP2 und dann DP1. Nur so als Gedanke.
Grundsätzlich ist es aber so, wie ganz am Anfang dieses Videos erwähnt, das Thema im BDMP zugelassen. Verlasst euch um Gottes Willen nicht auf diese Aussage. Prinzipiell ist sie natürlich richtig, denn wie ich schon gesagt habe, PP1 NPA, jede halbautomatische Pistole im Kaliber .32 bis .455. Aber dafür brauche ich keine explizite Zulassung von dieser Waffe. Denn die X6 oder X5 oder keine Ahnung was noch, ist in diesen Disziplinen zugelassen. So, damit ist dieser Satz obsolet. Habe ich aber eine klare Vorgabe, wie jetzt zum Beispiel Dienstpistole oder PP3, PP4, habe ich das Kastenmaß. Oder EPP, habe ich ein Kastenmaß plus die Information, alle in Serie gefertigten halbautomatischen Pistolen, ungetuned etc. etc. pp. Da muss man also schon auch ein bisschen lesen. Denn letzten Endes, es liegt in eurer Verantwortung, dass ihr euch auch nur die Waffen erwerbt, für die für eure Disziplin, die ihr beantragt habt, auch tatsächlich zugelassen sind. Deshalb einfach nur meine Bitte, diese graue Masse hinter den Augen, zwischen den Ohren, mal tatsächlich ein bisschen anstrengen. Nicht immer den Weg des geringsten Widerstands wählen und gleich, weil man keine Lust hat oder wie auch immer, in irgendwelchen Listen oder Sportordnungen mal selber nachzulesen, immer irgendwo in den Foren, Facebook, was auch immer, immer nur gleich zu fragen, ist die denn zugelassen? Nee, Leute, guckt nach. Wenn ihr euch dann unsicher seid, dann stellt die Frage, weil dann wird auch ein Schuh draus. Ansonsten bekommt ihr eigentlich, wie es oftmals im GAN-Forum ist, Spott und Häme. So, ich hoffe, dieses Video hat ein ganz klein wenig zur Aufklärung zu diesem Thema im BDMP zugelassen beigetragen. Ich hoffe es. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns.